Und Vollgas. So. Hier ist der Hafen, an dem wir, ja, jetzt ankern müssen. Ich bin mal gespannt, wer mich jetzt hier hinten erwartet. Ach du Schreck. Ah ja, ich weiß wieder, wo ich bin. Ja, du bist keine... Wow! Alter! Niemand stößt mich weg! War sie jetzt echt schneller als wir? Oh ja, und das Regenwetter ist auch vorbei. Lissabon ist so groß wie London oder Paris. Seid ihr sicher, dass ihr den Ort findet? Keine große Sache, Hope. Es ist ein Kloster in der Nähe des Hafens. Ich habe die Schwestern schon ein, zweimal besucht. In Anbetracht eurer Ortskenntnisse fällt euch diese wichtige Aufgabe zu. Ihr wisst, was in Lissabon zu tun ist. Zum alten Tempel gehen und dort den Edensplitter holen. Für die Überfahrt ist alles arrangiert. Habt keine Sorge. Die Morrigan bleibt sicher in New York. Danke. Liam und ich brechen sogleich auf. Liam ist im Augenblick nicht abkömmlich. Chef und Crew warten. Gebt gut Acht, Jay. Edensplitter sind mächtige Relikte. Oha, wir dürfen es dann gleich nach Lissabon. Das ist ja mal geil. Aber da kommt doch jetzt erstmal gleich bestimmt noch eine Abstergo-Szene. Könnte ich mir jetzt einfach mal so vorstellen. Lissabon, Portugal, November 1755. Bei allen Heiligen. Welch ein Bild. Und hier stehe ich, ein Relikt zu suchen aus den Tagen vor Adam und Eva. Ha, seltsame Zeiten für wahr. Benedictus est, Domine, Deus universi quia de tua largitate accepimus vinum. Quo tibi offerimus fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. In nomine Patris. Den Vorläufertempel aufschließen. Gratia Domini nostri Jesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Et cum Spiritu. Et sancti tui benedicant tibi. So, anscheinend müssen wir hier hoch. Ah ja, einfach so diesen Markierungen hier folgen. Ah ja, jetzt muss ich hier alle... Okay, jetzt muss ich hier alle Mechanismen öffnen. Ja, da vorne ist das allsehende Auge. Quia dexteram patris sedes ad interpellandum pro
Erstmal wird gestorben. Nee. Aber ich kann doch da drüben auf der anderen Seite hoch. So. Fällt Ihnen das gar nicht auf, dass ich hier so rumkrakele? Oder gehören die auch heimlich mit zum Orden und wissen schon, was hier abgeht? Oder... So, Feuer aufgeschlossen. Ja, ich muss hier letztendlich einfach nur... Naja, das heißt nur... alle vier Dinger hier erreichen. Also einfach alle vier Himmelsrichtungen im Tempel quasi. Denke ich mir mal so. Könnte auf alle Fälle so sein. Hat ein bisschen was vom Anfang von Assassin's Creed Unity, wenn ihr das schon gespielt habt oder ein Let's Play geschaut habt. Da muss Arno ja auch in das Versteck der Assassinen vordringen und dafür muss er ja auch den Tempel öffnen. Also diesen Zugang in der Kirche öffnen. Ich sag jetzt einfach mal Tempel öffnen, weil es vom Prinzip her das gleiche ist. So, dann ist wahrscheinlich dann da hinten. Aller Wahrscheinlichkeit der letzte Verschluss, oder? Sollte man zumindest meinen, aber es könnte auch tatsächlich so sein, dass ich da oben nichts finden werde. Weil ich da hinten beim Heiligen Pater... Schöne Musik hier. Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis... Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. Kommt man da überhaupt hoch? Nee. Adlaube kann helfen, den Tempel aufzuschließen. Na, so schlau war ich jetzt mittlerweile ja schon selbst, aber... Mir fehlt noch der letzte Hinweis hier. Offerte vobis pacem. Ich gucke mir das am besten oben nochmal an. Genau, die haben wir ja schon aktiviert. Hier ist doch noch was, oder? Das sieht doch noch was ganz Nützlichem hier aus. Ah ja, eine Leiter nach oben. Ah ja, ich glaube, hier bin ich jetzt richtig. Ja, genau.
Ja, hier müssen wir hin. So. Gut, dann heißt es jetzt... Ja, natürlich sieht das jetzt hier auch keiner von den Anwesenden. Das muss es sein. Die Vorläuferstätte. Oha, wir sind an einem geheimen Ort der Vorläufer. Wow, ist das eine Pyramide? Was haben wir denn hier? Ach, wie geil. Das Artefakt. Sieht aus wie aus Destiny. So ein Geist. Aus der Kirche entkommen. Ach du Scheiße. Was passiert jetzt hier? Ach. Oh, Scheiße. Oh ja, jetzt ein Loch in die Wand reingehauen. Ach du Kacke. Oh nein, die ganze Stadt stürzt ein. Das alles ist die Kraft der Vorläufer. Ein Sicherheitsmechanismus? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Oh Gott, hier bricht echt alles zusammen. Aus Lissabon entkommen. Oh, fuck it. Scheiße! Oh Gott! Ja. Aber ich dürfte gleich den letzten... Oh, oh! Puh. Irgendwie komme ich aber meinem Ziel auch nicht wirklich näher. Ach du Schreck, die ganze Stadt stürzt echt in sich zusammen. Das alles nur, weil Shane den Edelapfel, diesen Edensplitter da holen wollte. Oh Gott, hier... Okay, da hätte ich jetzt nicht hinspringen dürfen.
Ja, wir müssen jetzt hier immer noch entkommen. Also, ja, willkommen hier in Lissabon. Die Stadt Sehen und Sterben. Und ich frage mich, wie lange jetzt wir noch rennen müssen. Gott ihnen das nur antun. Gott hat nichts damit zu tun. Ja, die ganze Stadt geht in Flammen unter, in einem riesigen Erdbeben, ausgelöst durch den Edensplitter, ausgelöst durch Shay. So, ja, immerhin haben wir 100% diesmal erreicht. Und ja, so langsam, aber sicher sollte eigentlich mal sowas passieren. So, wir spielen ja auch schon ein paar Stündchen. Aber ich finde, die Geschichte wird sehr, sehr schön erzählt. Sehr langsam und sehr umfangreich. Und das gefällt mir eigentlich bei den neueren Assassin's Creed Spielen sehr, sehr, sehr gut. Welche Stadt soll ich als nächstes auslöschen? Es passierte auf Haiti, es passierte in Portugal. Ein riesiges Erdbeben. Tausende Tote dank eures verdammten Manuskripts. Das kann nicht sein. Shay, kein Mensch kann Erdbeben auslösen. Ein Mensch mit diesen Maschinen der Vorläufer kann es doch. Ihr kennt die Schatulle Hope. Der Tempel war zum Bersten voll mit dieser Art von Kraft. Ihr habt mich Unschuldiger ermorden lassen. Wie könnt ihr nur? Ihr verteidigt ihn? Achilles sandte mich dorthin, wie Macondal seinen Mann nach Haiti. Was ist denn hier los? Hört sofort auf. Die Operation war heikel, aber vielleicht... Ihr bringt die Welt aus den Fugen. Was macht ihr euch an, Städte untergehen zu lassen? Schafft ihn hier raus. Liam ist ein Narr, wenn er glaubt, ich beließe es dabei. Achilles ist nicht zu trauen. Er darf den Vorläufertempel nie finden. Mir egal, ob er Mentor oder seine Familie tot ist. Für diesen Wahnsinn gibt es keine Entschuldigung.